Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Wir sind jetzt unterwegs als Cat bei Call of Cthulhu. Und damit meine ich keine Katze, sondern eine Muschi. Nein, eine. Die. Ihr wisst, was ich meine. Gott, das war so frauenfeindlich gerade. Das war nicht die Absicht, Here ne? we are. Here we are. Wir untersuchen auf jeden Fall. Irgendwo hier soll eine Leiche liegen. Aber da liegt keine. Irgendwo die Leiche von dem Polizisten Chief West, der uns als Arschloch behandelt hat, als Pierce. Aber hier ist nichts. Leute, was soll das? Da ist keiner. Leute. Irgendwas muss hier sein. Blutspur? Here we are. Ja. Blutspur? Blutspur? Geht auch nach links. Blutspur? Aha. Aha, hier noch. Moment, wieso ist es nicht offen? Wenn die Leiche ja schon gefunden haben und so. If someone had told me that one day West's work would kill him. Sind alles furchtbar gute Detektive in dem Spiel. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Vielleicht bei dem riesigen 3000 Liter Blutfleck da draußen. We came from here. Down the stairs. So this is where West was killed. What's that? What the fuck is that? Where did it come from? He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. Da-da-da. You're not supposed to be here, Truth Seeker. What's going on outside? Okay. Alles klar. Ich habe keine Muni mehr, oder was? Pierce konnte Cats beunruhigende Entdeckungen durch ihre eigenen Augen sehen. Auf ihrer Suche nach dem Polizistenmörder wurde sie von Inselbewohnern angegriffen. Pierce muss erst noch herausfinden, ob sie überlebt hat. In der Tat. So beeindruckend können diese Mafia von Cat ja nicht sein, ne? Wenn dann die Inselbewohner, die sie ja die ganze Zeit unterdrückt hat, einfach in einem zombifizierten Zustand alle platt machen können. Ich meine, dann wird es im normalen Zustand ja noch viel einfacher gewesen, weil die sind ja auch jetzt mit einer Kugel umgefallen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was sich jetzt weiterhin zuträgt. Es bleibt spannend. Der Ladebalken ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Komm. Yeah. Oh, geil. Pierce, wake up. What happened? Take that weapon. You'll need it. Sarah Hawkins, she... Ah! What? Tell me. My head. You're coming into my head. Bradley, damn it. Pull yourself together. You got me. I can't resist any longer. We've been working together since I arrived here. I know you can overcome it. It's
too late. I lost Sarah Hawkins. What? I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. They never came back. The doctors told me later that they saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning, Pierce, into one of those things. No, keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. I'm sorry. Es tut mir wirklich, wirklich leid um den, weil der war ein... Der war ein wirklich cooler Charakter. Ich mochte ihn. What's happening? Aber wenn er mich schon selbst danach fragt, dann wäre ich ein Wichser abzulehnen. Nee, ernsthaft. Enough. Was? Stop. Oh God. What am I doing? Hätte ich den auch leise und sneaky killen können? Da sind ein paar. Oh, damn it. Befehlt oder was? Alle weg machen. What the? Was he like the others? Oh. Potenziell, ja. Wir gehen einfach mal davon aus. Okay. Gehen wir. Die Taverne hat geschlossen. What happened here? Anderen Eingang kann man nicht nehmen. Gibt auch keinen, glaube ich. Dann gehen wir mal hier hoch zur Hafenmeisterei. Klar. Ich wollte nur gucken, ob man sie im Nahkampf irgendwie wegmachen kann. Sarah Hawkins was going to the whaling station. Stop. Ja, chill. Oh God, what am I doing? Weg die Sau. Der da. Der da nicht. How did you manage to get out of your cell? Officer Bradley came to free me. Bradley and his sense of justice. Where is he? He was turning into one of those things over there. He begged me to end his suffering. I understand. I would have done the same, I guess. I see you're out of bullets. Take these. Sullivan won't need them anymore. Thanks. Gut, sehr schön. Haben wir direkt nochmal Munition. Guck da mal, da geht ja was in dem Spiel hier. Weg mit der Sau. It looks like an old Seaway map. Szene rekonstruieren. And when they found me, they ate my flesh. Fitzroy. And my flesh granted Hawkins. Them powers and revelations. Und Feller. You are getting closer, Truth Seeker. The most precious gift of all. The truth, the ultimate truth about life.
discipline, life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. Bumsen. It will be the end of gods, be they ancient and powerful. You need a truth seeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him we cannot name. What has she done? So ist es also. I'm not dying in this rat hole. Come on. If I find him. Die haben also alle das Fleisch gegessen und jeder hat unterschiedlich darauf reagiert. Füller war dann plötzlich besessen davon, Leben zu erschaffen. Und hat quasi seinen eigenen Mini-Kult gegründet. Währenddessen hat Hawkins, der Mann von der ollen Irren, versucht sie vor dem, was er gesehen hat, zu beschützen. Und Fitzroy ist komplett apeshit gegangen. Fitzroy hat alle Wege von der Insel wegzukommen zerstört. Attention everyone. Ich will, dass alle Boote sofort aus der Bucht entfernt werden. Segelboote, kleine Boote, alles, das schwimmt. Niemand kann jetzt vor uns fliehen. Ihr Schicksal, ihr Schicksal ist besiegelt, sobald der große Lord aus den Tiefen kommt. Niemand wird seiner Reichweite entkommen. Warum willst du dann überhaupt die Boote entfernen, guter Freund, guter Mann? Bald, meine Brüder, werden wir uns freuen können, denn der lang erwartete Moment ist bald da. Cat? What are you still doing here, Detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. I won't last long. Was ist mit der alten Nummer für Klamotten zerreißen, um Blutung zu stoppen, also einen Verband draus zu machen? First Aid Kit brauchen wir. Woher kriegen wir sowas? Muss irgendwo draußen sein, dementsprechend. Ja, was? Nope. Hier geht's nur wieder rein. Go! Heck. How many died because of this madness?
Schnauze. Du auch. Irgendwas? Nee. First Aid Kit, ey. Hier drin eins. Nope. Ich hätte gerade was gehört. Nein. Es könnte sein, dass es der Weg zur Waiting Station ist. Hey, you! Ja? They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Mahlzeit. Dieser Verbandkasten wird sich als nützlich erweisen. Diese besessenen Verrückten brauchen ganz Dark Water aus, aber ich will this jeden von ihnen verschwinden. Okay. Kann ich hier auch vorne wieder raus? Nee. Letztes Mal konnte ich wieder vorne raus. Also da war es eine Zwischensequenz, aber gut. Ach, der hat sich hingegeben. Shit. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Okay. Hier war nichts. Du hast nichts gesehen. Komm, geh. Braver Boy. Komm. Okay. Noch irgendjemand? Nein. Alles gut. Okay, dann kümmern wir uns mal um Cat. Hier, Kitty Kitty. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Here, take it. Right. The entrance to the whaling station. Is behind the Hawkins warehouse. Starte ich mir schon. Die Tür, an der ich eigentlich schon war. Framerate. Ah, da ist doch so ein Typ. Ich könnte auch versuchen, mich einfach lang zu sneaken. Ja, der würde mich sehen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, dann sneaken wir und sparen uns die Munition. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Ich dachte, da wäre gerade was. Oder liegt nur Müll. Guck, da brauchen wir zum Beispiel schon Munition. Wird spannend. Aber ich würde sagen, es bleibt auch noch in der nächsten Folge spannend, denn mit diesem Cliffhanger werde ich diese Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!